Hallo, schön, dass ihr heute mit bei meinem Rücken-Fit-Kurs dabei seid. Wir fangen jetzt erstmal an, uns aufzuwärmen mit einer Isolation und dann gehen wir über in die Mobilisation, Kräftigung und zum Schluss dehnen wir noch ein bisschen. Okay, wir stellen uns erstmal so ein bisschen weiter als hüftbreit auf. Die Knie sind so ganz locker angebeugt. Der Bauchnabel ist langsam und vorsichtig eingezogen, ohne dass wir den Bauch übermäßig einziehen oder die Luft anhalten. Und dann fangen wir an, die Schultern beide schön groß nach hinten zu kreisen. Immer hoch bis zu den Ohren ziehen und wieder weit runter. Und isoliert nur die Schulter, der Oberkörper geht noch nicht mit. Einmal noch und dann im Wechsel rechts-links. Auch hier wieder schön groß nach hinten, ohne den Oberkörper mitzudrehen, wieder nur die Schultern nacheinander. Einmal noch rechts-links und dann beide Schultern hochziehen und langsam runterschieben. Hoch, langsam runter. Mal noch. Zweimal. Einmal noch. Und wir lassen die Schultern nach hinten unten gezogen, Kinn ranziehen und ziehen die Arme zur Seite auf. Das Becken ist fest und nur die Arme und der Oberkörper ziehen nach rechts und links. Schön lang ziehen. Die Arme ziehen, der Oberkörper geht in der Verlängerung mit. Bauchspannung bleibt. Beckenbeine sind ganz fest. Immer versuchen, noch ein bisschen weiter zu ziehen. Arme gehen runter, der Oberkörper macht weiter. Und ihr stellt euch vor, ihr habt hier so zwei Fäden, die euch immer nach rechts und links ziehen, dass wieder isoliert nur der Oberkörper zieht. Und die Beine und das Becken fest bleiben. Zweimal noch jede Seite. Und wir bleiben in der Mitte. Jetzt machen wir weiter isoliert mit dem Brustbein. Wir ziehen es nach vorne und schieben es zurück. Ziehen vor und schieben zurück. Auch hier achtet nochmal darauf, dass ihr wieder isoliert das Brustbein bewegt und weniger über die Schultern zieht. Die sind fest, die haben wir eben schon hinten unten eingestellt und die Bewegung geht wirklich mehr übers Brustbein. Zweimal noch und wir bleiben vorne. Wir machen Kreuz, gehen nach rechts, hinten, links, vor, rechts, hinten, links, vor. Genau wie eben, ziehen zur Seite und dann wie gerade nach vorne und zurück. Einmal noch und wir verbinden das Ganze mit einem Kreis. Kreisen den Oberkörper schön groß nach rechts. Einmal noch. Kommen wieder in die Mitte zurück und das Ganze nach links. Erst wieder vor, nach links, zurück, nach rechts. Vor, Seite, Rück, Seite. Auch hier versucht wieder alles an Bewegung rauszuholen. Isoliert wieder nur der Oberkörper. Und wir verbinden das wieder mit einem Kreis. Jetzt nach links. Zweimal noch.
Mal. Und wir bleiben in der Mitte. Schultern zurück, Brustbein vorne, so wie wir es gerade geübt haben. Jetzt stellen wir die Füße nach vorne, Knie sind auch nach vorne gerichtet und wir gehen in die Kniebeuge. Wir gehen nach unten, nehmen die Arme nach vorne. Knie und Füße bleiben auch nach vorne, nicht nach innen oder nach außen drehen, schön nach vorne gerichtet. Gehen hoch, machen ein Beincircle mit rechts, gehen wieder tief, nach oben, Beincircle links. Wieder tief, hoch und wieder tief, hoch. Tief, hoch, tief, hoch. Tief, hoch, tief, hoch. Machen weiter. Tief. Vergessen natürlich nicht zu atmen, immer schön ein- und ausatmen. Der Blick ist immer so ganz leicht Richtung Boden gerichtet, dass die Halswirbelsäule schön gerade bleibt. Jede Seite noch zweimal. Einmal noch rechts, links. Und wir gehen wieder tief. Andere Variation, die Hände, also die Handflächen aneinander fassen, gehen in die Rotation nach rechts, linker Ellenbogen zum rechten Knie, in die Mitte und hoch. Gehen wieder tief, andere Seite, in die Mitte und hoch. Immer im Seitenwechsel, rechts, links. Knie bleiben nach vorne gerichtet. Weiter atmen, schön weit in die Rotation gehen. Hälfte habt ihr. Je weiter ihr mit dem Po nach unten geht, das Gewicht so ein bisschen nach hinten verlagert, dass ihr nicht mit den Knien über die Zehen kommt, umso schwieriger wird's. Jede Seite noch einmal. Und wir bleiben oben. Einmal kurz lockern. Und wir gehen in die Grätsche. Das heißt, wir nehmen jetzt die Beine, die Füße nach außen, Arme zur Seite. Gehen tief, Arme nach oben. Jetzt winkeln wir die Arme an. Rechter Ellbogen zum rechten Knie und wieder hoch. Tief, linker Ellbogen zum linken Knie und wieder hoch. Auch wieder immer im Wechsel, rechts, links. Oberkörper bleibt nach vorne gerichtet. Also nicht zur Seite ausweichen, sondern falls ihr das vom Spiegel macht oder vom Fenster, solltet ihr immer den Oberkörper sehen, dass ihr euch hier nicht reindreht. Auch hier wieder schön tief in die Grätsche gehen. Einmal noch rechts, links. Hoch. Arme zur Seite nehmen. Wir gehen tief und heben im Wechsel rechts, links die Ferse an. Haltet die Bauchspannung. Umso leichter fällt euch das jetzt in der Grätsche zu halten. Noch 6, 5, 4, 3, 2, 1 und beide. Bleibt schön tief. Und wir halten oben. Arme bleiben, Schultern runterziehen, atmen. Und wir setzen die Fersen ab, gehen nach oben und lockern wieder einmal kurz
gut. Dann gehen wir jetzt einmal in den Ausfallschritt. Rechts fängt an, rechts ist vorne. Wir nehmen die Arme nach oben rechts in die Diagonale. Gehen jetzt nach unten tief. Und die Arme gehen in einer ruckartigen Bewegung nach unten links in die Diagonale. Gehen wieder hoch, schnell runter. Hoch, schnell runter. Denkt an die Bauchspannung. Denkt daran, dass ihr nicht mehr den Knien über die Zehen kommt. Und natürlich ans Atmen. Schnell runter, schnell runter. So habt ihr nämlich dann noch mehr Aktivität für die Bauchmuskeln. Und noch zweimal. Nach oben. Wir wechseln einmal. Links ist vorne. Arme gehen jetzt von oben links nach unten rechts. Hoch. Schnell wieder runter. In der Diagonalen bleiben. Atmen. Noch 5, 4, 3, 2, letzter. Und wir gehen wieder nach oben. Einmal wieder ausschütteln. Sehr gut. So, ich ziehe mir einmal die Schuhe aus. Dann gehen wir nämlich auf die Matte und wir legen uns zuerst auf den Rücken. Strecken die Beine aus. Die Arme könnt ihr auch seitlich ablegen. Ist eigentlich am besten, weil ihr wahrscheinlich sonst gleich mit den Beinen so ein bisschen dagegen kommt. Wichtig jetzt ist wieder, dass ihr Bauchspannung aufbaut, dass ihr nicht ins Hohlkreuz kommt, sondern dass ihr schön mit der Lendenwirbelsäule auf der Matte bleibt. Und dann fangen wir an, die Knie und die Füße ranzuziehen, seitlich zu öffnen und wieder auszustrecken. Ihr könnt auch zur Kontrolle die Hände unter die Lendenwirbelsäule nehmen, dass ihr wirklich spürt, wann die abhebt. Und das soll nicht passieren, sondern es sollte immer Kontakt bestehen. Zweimal noch. Und einmal wechseln. Seitlich hoch und gestreckt runter. Geht manchmal sogar ohne Matte ein bisschen besser, weil man dann besser mit den Strümpfen rutscht. Letztes Mal. Ausstrecken. Die Beine anstellen. Bauchnabel bleibt weiterhin eingezogen, die Beine in der Luft anwinkeln, in der Luft strecken. Wichtig wieder, haltet den Kontakt mit der Lendenwirbelsäule auf der Matte. Wir öffnen die Beine in diese Schere und schließen langsam wieder zu. Jetzt habt ihr nochmal richtig schön Aktivität von den Oberschenkeln, vor allem von der Innenseite. Seitlich wieder öffnen, langsam schließen. Wieder öffnen, langsam schließen, Lendenwirbelsäule bleibt, aufliegen, öffnen, langsam schließen, öffnen, langsam wieder schließen, öffnen. Und wieder schließen.
zweimal noch. Letztes Mal. Und die Beine anwinkeln, Füße anziehen. Wir nehmen die rechte Hand an den linken Oberschenkel und spannen jetzt dagegen. Hand spannt gegen den Oberschenkel, Oberschenkel gegen die Hand. Auch nochmal eine gute Übung für die Bauchmuskulatur und auch den Beckenboden. Hier könnt ihr auch nochmal schön spüren, wie die Lendenwirbelsäule dadurch auf jeden Fall aufliegen bleibt. Und wechseln, linke Hand an den rechten Oberschenkel. Kräftig gegenspannen, halten. Und wieder wechseln. Beine bleiben in der 90-Grad-Position ungefähr. Schaut, dass die nicht nach unten abfallen. Und wieder wechseln. Und wechseln. Einmal noch wechseln. Und dann wieder lösen. Die Füße nacheinander absetzen, die Beine ausstrecken, die Arme einmal nach oben lang ziehen, mal tief in den Bauch ein- und ausatmen. Dass wir die Bauchdecke wieder so ein bisschen entspannen. Und wieder lösen. Wir drehen uns auf die Seite. Gehen in den Seitstütz auf den Unterarm. Knie sind angewinkelt. Ellenbogen und Schulter sind auf einer Höhe. Und ihr stützt euch jetzt mit den Unterarmen und den Knien ab. Könnt auch die rechte Hand mit dazu nehmen. Becken nach oben schieben. Auch hier wieder schön darauf achten, dass der Oberkörper frontal bleibt, dass ihr euch hier nicht eindreht. Wir halten hier. Und bewegen jetzt nur in einer kleinen Bewegung das Becken so ein bisschen nach unten und schieben es wieder hoch. Wieder runter und wieder hoch. Immer im Wechsel. Bauchnabel ist eingezogen. Zehnmal noch. Auch hier habt ihr wieder schön Aktivität von den Bauchmuskeln, gerade auch von den tieferen. Hälfte habt ihr. Letzten 5, 4, 3, 2. Letzter, wir ziehen wieder hoch, strecken das rechte Bein aus, rechter Arm dazu, Knie, Ellenbogen zusammen und wieder strecken. Becken bleibt oben. Noch 8. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Letzter. Ausstrecken. Wir setzen den rechten Fuß ab. Stützen uns mit der rechten Hand auch ab, strecken das linke Bein aus, sodass wir jetzt nicht mehr mit den Knien aufgestützt sind. Becken wieder nach unten schieben und hoch. Noch 5, 4, 3, 2 und absetzen. Gut, einmal die Seite wechseln. Unterarmstütz auf die rechte Seite. Achtet wieder, dass Schulter und Ellbogen auf einer Linie sind. Knie erst wieder anwinkeln.
Becken nach oben schieben, Oberkörper ist frontal, Bauchnabel einziehen und das Becken wieder so ein bisschen absinken lassen und hochschieben. Neun, acht, sieben, sechs, letzten fünf, einmal noch und linkes Bein ausstrecken, linker Arm dazu, Knie, Ellenbogen zusammen und wieder strecken. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, letzter. Wir setzen den linken Fuß wieder ab, rechten Fuß auch, Becken ist in der Luft und dann wieder leicht absenken und wieder hoch. Hälfte. Letzten drei. Letzter. Und absetzen. Gut. Einmal die Arme kurz ein bisschen lockern. Die kommen nämlich jetzt wieder zum Einsatz. Wir gehen in den Vierfüßlerstand. Auch hier wieder darauf achten, dass die Schulter, Ellenbogen, Hand ungefähr auf einer Linie sind, genauso wie Knie und Becken auf einer Linie. Der Bauchnabel ist wieder leicht eingezogen, dass der Rücken gerade ist. Und wir stellen die Knie auf, die Füße auf und heben dafür die Knie einmal an und halten das. Gut, wir halten die Bauchspannung, atmen weiter und heben im Wechsel die Füße an. Zweimal noch jede Seite. Einmal absetzen. Linken Fuß rausschieben und rechten Fuß rausschieben. Zweimal noch jede Seite. Und wir schieben jetzt links, rechts raus und holen es wieder ran. Rechts, links, holen es wieder ran. Weiter atmen. Bauchspannung bleibt. Jede Seite noch zweimal. Einmal. Und die Knie langsam absetzen. Füße lang. Einmal den Po nach hinten Richtung Fersen. Mit den Armen lang nach vorne. Wieder zurück. Wir setzen uns einmal und zwar in den Z-Sitz, dass ein Bein vorne angewinkelt ist und das andere hinten. Die Hände nehmen wir nach hinten, lassen jetzt die Füße an Ort und Stelle und kippen nur mit den Knien zur anderen Seite um. Immer im Wechsel. Versucht wirklich die Füße an der Stelle zu lassen, nur mit den Knien umzuklappen. So habt ihr nochmal eine gute Mobilisation für die Hüfte. Und wer will, kann auch versuchen, die Hände nach oben zu nehmen, ohne euch festzuhalten.
automatisch kommt man so ein bisschen nach vorne. Deswegen setze ich mich wieder ein bisschen zurück. Wir bleiben an der Stelle, dass das linke Bein vorne ist und das rechte hinten. Und neigen uns nach vorne über das linke Bein. Wer noch mehr Dehnung will, schiebt sich noch mehr Richtung Fuß. Einmal schön lang machen. Das wird jetzt wahrscheinlich so ein bisschen im Bereich vom Oberschenkel außen und im Bereich vom Po ziehen. Versucht ruhig so weit zu gehen, dass ihr einen Zug spürt. Und dann wieder langsam nach oben kommen. Wir nutzen die Übung von eben, Füße bleiben, nur die Knie klappen um, sodass ihr jetzt das rechte Bein vorne habt, links hinten und dann über das rechte Bein nach vorne und eventuell wieder mehr Richtung Fuß. Wieder einen Zug im Bereich vom Oberschenkel außen und im Po spürt. Zug wieder. Dann oben. Und dann gehen wir noch einmal in den Kniestand. Knie und Schienbeine stützen uns mit der linken Hand ab, strecken das rechte Bein aus. Ziehen uns mit dem rechten Arm einmal schön lang nach links, dass wir hier nochmal die komplette Seite schön lang machen und dehnen. Versucht nochmal so ein bisschen in die gedehnte Seite, da wo der Zug ist, hinzuatmen. Nehmen dann nochmal den rechten Fuß über den linken, dass noch mehr Zug ankommt. Das rechte Knie nach außen ziehen und das Becken nach vorne schieben. Dann wieder auflösen. In den Kniestand zurück. Wir wechseln auf die andere Seite. Linkes Bein ausstrecken und der linke Arm zieht schön lang nach oben und so ein bisschen zur Seite. Wir ziehen wieder schön lang. Der linke Arm zieht, das linke Bein zieht. Und auch wie eben nehmen wir wieder den linken Fuß über den rechten, um noch mehr Dehnung zu erreichen. Das linke Knie nach außen ziehen, Becken vorschieben und dann habt ihr auf jeden Fall noch mal mehr Zug. Wieder schön tief in die gedehnte Seite atmen. Dann wieder langsam auflösen. Gut, dann wären wir jetzt erstmal fertig mit dem Rücken-Fit-Kurs. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis bald.